Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Premium Modellbau. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes dabei, worauf sich schon einige sehr lange gefreut haben. Und zwar die Taranis X9D Plus Special Edition 2019 in Carbon Fiber. Ewig langer Name mittlerweile, es hat sich aber wirklich gelohnt. Es sind einige Neuheiten dazugekommen, worüber sich einige Leute schon lange darauf warten und was sich viele gewünscht haben. Und wir werden das Ganze mal auspacken und euch vorstellen und dann nach und nach auf die Punkte eingehen. Das wird eine mehrteilige Videoserie werden. In erster Form heute mal das Unboxing und in den anderen Videos werden wir dann noch den Vergleich mit der alten Taranis zeigen und gleichzeitig auch mit der 2019 Version, die nicht die Special Edition ist, also die normale Version, die ebenfalls neu aufgelegt wurde. Die Special Edition kommt im EVA-Case, was man auch von der normalen Special Edition kennt. Also wenn ich normale sage, meine ich immer die Version, die quasi bis jetzt erhältlich war. Mit 2019er meine ich die Version, die eben Access-Protokoll, das große Neuheit und 24 Kanäle bietet. Und auch die andere Hardware-Revision intern hat. Nur, dass man das vielleicht unterscheiden kann. Ja, also das EVA-Case kommt mit, was man schon von früher kennt. Machen wir das Ganze mal auf. Im Case sehen wir schon die Fernsteuerung. Wirklich wieder sehr schön geworden. Es ist diesmal ein bisschen dunklerer Carbonton. Wir holen es nachher mal raus, dann sieht man es. Also es ist so eine leicht dunklere Schattierung in diesem Carbon-Optik. Aber es ist wirklich sehr schön geworden. Fangen wir erstmal mit dem Zubehör und dann gehen wir nachher direkt zum Sender. Hier ist der Neckstrap eben dabei mit der Halterung, wie man so kennt von der X9D Plus, wo man natürlich in der Mitte montieren kann und dann kann man das Ganze sich um den Hals hängen. Zusätzlich enthalten ist ein USB-Kabel, das Ganze an PC anzuschließen. Das war bei der alten nicht dabei. Was macht das Ganze spannend in dem Fall? Das ist nicht nur, um mit dem OpenTX Companion euch zu verbinden, sondern mittlerweile hat die Fernsteuerung auch eine direkt integrierte Ladefunktion für den 2-Slipo, den ihr einsetzen würdet. Das bedeutet, ihr könnt einfach über das USB-Kabel bequem die Taranis immer laden und braucht keine externen Zubehör mehr Sachen. Also das ist eine der großen Neuheiten, die eben mitgekommen ist. Hier oben haben wir noch die Kurzanleitung im Deckel drin, da könnt ihr dann auch immer Zubehör oder sonstiges reintun. Wie immer, ihr bekommt von uns eine deutsche Anleitung, gedruckte Version, das heißt, ihr könnt das Ganze im Endeffekt ignorieren. Hier haben wir noch die Gimbal-Schoner drauf, wie auch immer dabei. Dann holen wir mal den ganzen Sender raus. Auch hier ganz kurz noch zur Kiste, das ist alles sehr schön passend, das heißt, die Antenne kann wie immer dranbleiben. Man kann die ganze abnehmen, wenn man das wollte, also die ist abschraubbar, aber muss nicht, um jetzt in die Kiste reinzulegen. Das heißt, auch da wurde wie immer mitgedacht und man brauchte da nichts anderes mehr. So, zeige ich das Ganze mal ein bisschen, ob wir das Ganze so hinbekommen. Ein bisschen näher ranzoomen. Ich glaube, so sieht man das Ganze ganz gut. Seht, der Ton ist wie gesagt ein bisschen dunkler, wer die alte Special Edition kennt, aber ansonsten ist das Ganze von der Optik relativ gleich wie die, also der Formfaktor. Ich lege es jetzt mal hin. Tun wir ganz kurz noch was drunter legen, damit der Sender keine Kratzer bekommt. Legen wir das auf eine Unterlage. So. Schauen wir uns das Ganze mal näher an. Wie immer, nicht wundern, wenn ihr hier irgendwelche Kratzer oder Kleinigkeiten sehen wolltet. Da ist eine Schutzfolie drauf auf dem Display und auch hier oben, damit das Ganze keine Kratzer bekommt, ist es geschützt. Das heißt, wenn sich da irgendwas spiegeln würde, ist da nichts im Display kaputt, sondern das kann man einfach jederzeit die Folie abnehmen. Die liegt nur sehr dicht an und das kann man vielleicht im Video nicht direkt erkennen. Genau, man sieht auch hier unten schon, kleiner Hinweis auf die ganz große Neuerung, und zwar das Access-Protokoll. Access ist das neue Protokoll von FreeSky, was einige Neuheiten bringt, unter anderem natürlich 24 Kanäle, ganz großes Thema. Mehr Performance, sonstige Möglichkeiten, auch die OTA-Verbindung zu manchen Empfängern, die zukünftig kommen werden. Also da gibt es eine ganze Randvoll an Neuigkeiten. Ich denke, das ist auch Thema für ein eigenes Video, nur mal am Rande eben. Sie hat eben das neue Access-Protokoll und ist damit für die Zukunft einfach gerüstet. Was aber auch ganz schön ist, auch bei allen Sendern, die wir ausliefern, sie kann nach wie vor ACCST D16-Modus, das bedeutet alle aktuellen Empfänger, wie zum Beispiel die R-Serie, RXSR, RX4, GRX6 und so weiter, können alle noch benutzt werden, ohne dass ihr was an den Empfängern ändern müsst. Das heißt, ihr könnt alle alten Empfänger, die ihr habt, im D16-Modus, also alle, die EU-LBT unterstützen, was ja die letzten Jahre alle Empfänger waren, und könnt ihr nach wie vor problemlos weiter nutzen. Das heißt, da habt ihr keine Probleme, könnt einfach auf diesen Sender wechseln, könnt das machen. Gleichzeitig ist es auch so, dass es auch mittlerweile für viele der Empfänger auch schon eine Access-Firma gibt. Das heißt, wenn ihr eh anfangen wollt und updaten, könnt ihr auch sagen, ihr könnt nach wie vor dann direkt die Access-Firma aufspielen und könnt die neuen Empfänger auch mit Access nutzen, je nachdem, was euch da lieber ist. Wenn ihr natürlich die Empfänger alle eingebaut habt, werden die wenigsten die alle ausbauen wollen, sondern könnt im Prinzip nach wie vor die alten Modelle binden. Es ist auch eine Mischung möglich, also nur damit das auch vielleicht nochmal klar ist. Ihr müsst da nicht entscheiden, sondern pro Modellspeicher könnt ihr natürlich immer einstellen, ob ihr Access oder ACCSD haben wollt. Das ist gar kein Problem. Genau. Was haben wir sonst noch an für Neuigkeiten? Wer die alte X9D Plus kennt, weiß, dass hier an der Stelle nichts ist.
hier kam ein Taster dazu. Und zwar typisch für DLG-Fliegen oder sonstiges, hat man hier oben mit bequemem Taster, den man dann auch gut mit der Hand erreichen kann und auch nur als zusätzlichen Kanal nutzen. Also es ist ein Moment-Taster, man hört auch, er klickt ganz deutlich. Das bedeutet, wenn ich ihn loslasse, ist natürlich das Ganze wieder nicht mehr angeschaltet. Ja, ansonsten ist im Endeffekt, was die Schalter angeht, alles beim gleichen geblieben. Wir haben ja an der Seite die zwei Slider. Wir haben hier die Drehregler, hier die üblichen Schalter, 3-Stufen-Schalter hier, 3-Stufen-Schalter lang, 2-Stufen-Schalter hier oben, 3-Stufen-Schalter hier, 3-Stufen-Schalter hier, 3-Stufen-Schalter hier und 3-Stufen-Schalter hier. Hier oben noch, wie üblich, der Moment-Taster. Zu den Schaltern ist zu sagen, es sind auch die verbesserten Schalter verbaut in der Special Edition, die ihr quasi aus der anderen Special Edition schon kennt. Das bedeutet nicht die normalen Freeze-Schalter-Taster, sondern die verbesserten Schalter in dem Fall. Genauso zu den Gimbals. Hier sind auch die neuen Gimbals mit Hallsensoren schon verbaut, die man aus der anderen Special Edition kennt und die ein deutliches Upgrade zu den Potentiometer-Gimbals der normalen Quick 7 und X90 Plus sind. Hier unten hat sich ein bisschen was geändert. Wer die alte kennt, würde hier 3 Tasten vermuten. Das wurde jetzt durch das Drehrad ersetzt. Ich zoome auch da mal ein kleines bisschen näher ran. Sieht sehr schön, dass quasi die 3 Plus, Minus und Enter alles durch ein Drehrad, das auch eine Tastfunktion hat, wenn ich das drücke, über deutsches Tasten ersetzt wurde. Wer das Video zur X9 Lite gesehen hat, sieht eben, dass es auch da schon als erstes zum Einsatz kam und das ist so beliebt, dass man eben sagt, man setzt das Drehrad wieder ein. Und es ist wirklich eine schöne Funktion. Wer sich mal daran gewöhnt hat, merkt relativ schnell, dass es echt schneller geht in der Bedienung und sehr angenehm ist. Und man kann es vor allem auch mit der rechten Hand bedienen, ohne hin und her zu wechseln. Weitere Änderungen noch hier vorne sieht man, und zwar war es früher ein Schiebeschalter, der von unten nach oben ging, um das Ganze anzumachen. Jetzt hat man hier einen Taster, den man auch längere Zeit drücken muss, wie jetzt bei den neuen OpenTX-Versionen üblich, bis das Ganze angeht. Das heißt, man hat eine Schutzfunktion, man kann hier irgendwie rankommen, selbst wenn ich hier drauf komme, während ich fliege, müsste ich hier schon, glaube ich, 3 oder 4 Sekunden lang draufbleiben, um das Ganze an- und auszumachen. Das heißt, das ist eigentlich kaum möglich, das während im Flug oder während im sonstigen Einsatz aus Versehen auszumachen. Genau. Jetzt haben wir den Teil gesehen. Jetzt würde ich das Ganze nochmal kurz umdrehen. Auf der Rückseite haben wir den USB-Port, der jetzt auch als Ladebuchse dient. Dann haben wir den DSC-Port, den Trainer-Port und den Kopfhörer-Port. Muss ich schon, ja, ich habe es richtig umgesagt. Der Kopfhörer ist auch leicht angezeigt, man sieht es hier. Genau. Neue interessante Neuerungen. Hier sieht man den Kabel-Trainer-Port, den alle neuen 2019er Taranis haben, also X90 Plus. Die Special Edition hier, die wir vor uns liegen haben, hat aber auch als neues Highlight noch diese Para-Trainer-Funktion, und zwar ist die kabellos. Das bedeutet, ihr habt in dem Sender ein Bluetooth-Modul drin und mit einem passenden FreeSky-Sender, wie zum Beispiel der X-Lite Pro, dem kleinen Handsender, könnt ihr zum Beispiel Lehrer-Schüler fliegen kabellos. Und das ist wirklich auch eine tolle Neuerung. Das bedeutet, ihr könnt nebeneinander hinstehen und müsst nicht mehr aufpassen, dass ihr auszusehen, vor allem wenn ihr beide in die Luft schaut oder so, dass ihr nicht über das Kabel fällt oder sonst irgendwas auszusehen rauszieht, was noch vielleicht was so schlimmer wäre in dem Fall. So seid ihr kabellos miteinander verbunden und könnt jederzeit die Lehrer-Schüler-Funktion nutzen. Da werden wir auch mal ein eigenes Video zu machen und zeigen, wie das Ganze funktioniert. Dann könnt ihr das Ganze auch mal besser sehen. Genau, dann machen wir unten einfach nochmal auf. Hier haben wir an der Unterseite wie gewohnt das Batteriefach. Jetzt ist es alles dafür vorgesehen, dass man 2S LiPo nutzt. Das heißt, man hat hier auch den 2S JST Balancer Eingang. Da kann jeder geeignete 2S LiPo angeschlossen werden. Wir sind hier gerade selbst ein bisschen am Testen, weil das Ganze so neu ist, und schauen, welche LiPos hier am besten reinpassen, dass man hier möglichst einen eckigen LiPo bekommt, der die meiste Kapazität hat. Sobald wir da Neueres dazu haben, werden wir dann auch da mal ein Video machen und das vielleicht kurz vorstellen oder den Artikel dann auch im Shop listen. Derzeit ist einfach so, jeden 2S LiPo, den ihr habt, der da reinpasst, könnt ihr nutzen, da gibt es keine Beschränkung. Dann haben wir hier unten noch den Einsatz für die MicroSD-Karte. Da könnt ihr dann auch natürlich jede geeignete MicroSD-Karte nutzen und habt dann dadurch, sobald ihr die Karte einsetzt, auch die Sprachausgabe, die zusätzliche Modellspeicher und die ganzen Zusatzfunktionen, die ihr auf der Karte ablegen könnt. Ganz rechts haben wir eben noch den SmartPort für die Update-Funktion. So, jetzt würde ich sagen, ich würde den Sender mal einen Akku reinmachen, also ein 2S LiPo, und mache ihn an und zeige euch nochmal ganz kurz auf das Menü, dass man da noch die Neuerungen sieht. So, der 2S LiPo ist drin, sehen wir hier schon, wir machen das an, wir müssen 4 Sekunden warten, der Sender fährt hoch. Wir haben jetzt eine Speicherkarte eingesetzt und der Sender ist ansonsten direkt aus der Packung, bedeutet, es ist ein Mode 1 Sender. Switch Warning. Genau, Switch Warning kommt noch, wie immer, Failsafe auch nicht gesetzt, weil es noch kein Modell angelangt, der Sender ist quasi direkt ausgepackt, ansonsten hat sich da nichts geändert. Genau, wie gesagt, durch die Sprachkarte bekommt ihr natürlich dann die Sprachausgabe, die könnt ihr einfach auf der Rückseite einsetzen, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Man sieht hier schon, wer das alte Menü kennt, die Fernsteuerung hat jetzt OpenTX 2.3 drauf, also nicht 2.23, sondern die nächste Hauptversion 2.3 und eine spezielle Version von FreeSky.
Das ist auch zum Zeitpunkt des Videos die aktuellste Version, die es gibt. Zukünftig wird dann wahrscheinlich auch von OpenDX ein Update kommen, dass man auch jederzeit über den Companion alles updaten kann. Derzeit ist es eben so, dass das die aktuellste Version ist, die da drauf ist, und der Sender ist wirklich auch erst vor ein paar Tagen ausgeliefert worden an uns. Deswegen ist das alles auch noch ein bisschen werden, was die Firmware angeht. Und zukünftig werden natürlich auch von OpenDX regelmäßig Updates kommen, damit das Ganze in die offizielle OpenDX-Reihe eingereiht wird und ihr das über den Companion nutzen könnt. Deswegen seht man hier schon die neue Funktion. Das zeigt die Schalter ein bisschen anders an. Das heißt, daran kann man auch erkennen, dass das quasi die ganz neue OpenDX-Version ist. Ansonsten ist ja alles gleich geblieben. Man sieht auch hier sehr schön, wenn ich jetzt dieses Scroller benutze. Also wir nutzen es jetzt schon seit noch einiger Zeit im anderen Sender und sind eigentlich wirklich sehr angetan. Man sieht, ich komme hier sehr schnell durch die Menüs durch, auch hoch, runter, komme von der anderen Seite. Genauso gut, hier kann ich natürlich Sprachausgabe auf Deutsch umstellen. Und dann würde beim nächsten Mal hochfahren natürlich dann die Sprache auch auf Deutsch funktionieren. Ansonsten sehen wir auch schon hier noch, Schweiger hatte ich angesetzt. Der nächste Funktion, was das Access Protocol bringt, ist eben der Spektrum Analyzer, wo man dann die Frequenzen sich anschauen kann. Das, wie gesagt, ist auch Thema der Access Firmware, das werden wir separat nochmal beleuchten, nur dass man es mal ganz kurz gesehen hat. Da würde man jetzt gerade das Trainerport einstellen. Hier sieht man auch die Version, mit dem Sender jetzt ausgeliefert wird. Wenn ihr das Video natürlich in einem halben Jahr anschaut, kann das Ganze wieder anders sein, aber das ist jetzt eben die Version, die wir gerade zeigen. Und natürlich handelt es sich um einen EU-Sender, der für die EU zugelassen ist. Also das Ganze hat eine EU-LBT-Firmware. Das seht ihr hier auch. Das bedeutet, das ist alles auch für den EU-Raum zugelassen. Gut, dann schauen wir uns mal ganz kurz bei den Modellen an, was viele natürlich erwartet haben, wie das Ganze funktioniert. Und wir sehen hier, wir haben bei der Bindemöglichkeit sowohl Access als auch ACC-STD16. Bedeutet, keine Angst, wie gesagt, der Sender kommt in diese Version, ihr könnt die ganzen alten Empfänger mit ACC-STT16 nutzen und alle aktuellen Empfänger natürlich auch, die das jetzt unterstützt, heißt, da gibt es gar kein Problem, da könnt ihr das alles einschalten. Wenn ihr lieber Access haben wollt, seht ihr auch hier, es wird sehr schön angegeben, wenn ihr bis 16 Kanäle geht, habt ihr 14 Millisekunden und wenn ihr natürlich darüber hinaus geht, könnt ihr bis 24 Kanäle gehen, dann ist es im 21 Millisekunden Bereich und wenn ihr bis 8 Kanäle, würde es sogar 7 Millisekunden Übertragungsmodus sein. Das heißt, da merkt man, das Access-Protokoll ist deutlich schneller. Auf der FreeSky-Homepage gibt es dazu auch eine schöne Tabelle, wo das alles nochmal aufgelistet ist mit den ganzen Vorteilen von Access. So, das war es auch schon von unserer Seite aus zu dem Ganzen. Der Sender ist derzeit noch am Lager lieferbar. Meistens ist es so, dass die Nachfrage nicht im Sender sehr groß ist. Das bedeutet, wenn ihr einen haben wollt, könnt ihr ihn ansonsten auch gerne vorbestellen oder uns eine E-Mail schreiben. Als Service bekommt ihr bei uns den Sender genauso natürlich kostenlos den Mode umgebaut. Das heißt, wenn ihr keinen Mode 1 Sender haben möchtet, bekommt ihr den auf Mode 2 und sonstiges von uns natürlich im Kostenfall irgendwas. Dazu müsst ihr uns einfach noch eine E-Mail schreiben nach dem Kauf, dann machen wir das natürlich gerne für euch. Sobald auch die deutschen Menüs verfügbar sind, machen wir natürlich das genauso als Service mit. Da sind wir natürlich nur derzeit noch, warten wir auf OpenDX, was dann rauskommt. Unten da dem Video findet ihr die ganzen Links zu dem Produkt, da könnt ihr euch das dann direkt bestellen oder auch unser ausführlichen FreeSky Guide, wo ihr dann alle Empfänger seht, die zum Beispiel kompatibel sind im 16-Modus. Und wenn ihr ansonsten Fragen habt, könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne E-Mail schreiben oder uns anrufen und wir wünschen euch dann auch einen schönen Tag.